Hallo ihr Lieben, heute sollte eigentlich schon das nächste Lebprojekt-Video kommen, aber leider musste ich das verschieben auf nächste Woche, denn ich habe nicht aufgepasst und die Farbe muss sage und schreibe 48 Stunden trocknen und deswegen musste ich das einfach nächste Woche verschieben. Ich habe allerdings ein tolles Ausweichvideo für euch. Ich möchte euch heute mein liebstes Sommergetränk zeigen. Das ist das hier, das ist Zitrone-Rosmarin-Limonade. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal komisch, aber es schmeckt wirklich super lecker und es ist sehr erfrischend und ich möchte euch einfach zeigen, wie ihr den Sirup dazu machen könnt, den ihr für dieses Getränk braucht. Und dann zeige ich euch natürlich noch, wie ihr das Ganze zusammen mixt. Und wen das interessiert, der kann jetzt gerne dranbleiben und viel Spaß bei dem Video. Wir brauchen Rosmarin, zwei Packungen, das sind meistens ca. 60 Gramm. Dann brauchen wir zwei Zitronen, am besten Bio, weil ich benutze die Schale noch, um den Geschmack intensiver zu machen. Das müsst ihr nicht machen, aber könnt ihr machen. Dann brauchen wir 530 ml Wasser, 300 Gramm Zucker und natürlich noch Flaschen, wo wir dann den Sirup am Ende reinfüllen können. Die gibt es recht günstig bei Xenos und Nanunana und solchen Läden. Dann habe ich schon die Zitronenschale abgerieben und werde jetzt natürlich die Zitronen noch ordentlich auspressen. Ganz altmodisch. Und wenn ihr dann alle Zutaten bereitstehen habt, dann braucht ihr jetzt euren Topf und füllt da rein das Wasser und den Zucker. Verrührt das Ganze ein bisschen und erhitzt das Ganze so auf je nach Herdstufe 6, 7. Und lasst das Ganze erhitzen. Jetzt kommt natürlich der ganze Rest rein und wird dann auch nochmal ordentlich umgerührt und wird dann eine ganze Weile köcheln müssen. Also wenn das Ganze ein bisschen blubbert, so ein ganz klitzekleines bisschen, also kurz vor Kochen, dann macht ihr den Deckel drauf und lasst das Ganze für eine Stunde lang köcheln. Und zwar auf Stufe 6 und geht dann zwischendurch runter auf Stufe 5. Und das war eigentlich dann auch schon alles, was ihr machen müsst. Jetzt heißt es nur noch warten. Wenn das Ganze endlich fertig ist, können wir das durch ein Sieb kippen und dann heißt es nochmal warten und abkühlen lassen. Wenn der Sirup dann ein bisschen abgekühlt ist, könnt ihr ihn endlich in die Flaschen füllen und dann solltet ihr ihn wirklich nochmal ein bisschen abkühlen lassen, also auch vielleicht in den Kühlschrank stellen, damit der Sirup wirklich kalt ist, bevor ihr ihn das erste Mal verwenden möchtet. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ich habe noch ein kleines Etikett dran gemacht. Die könnt ihr kostenlos im Internet runterladen. Und das sieht doch eigentlich ganz schön aus. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die Limonade denn eigentlich macht. Und zwar braucht ihr dafür, ich habe jetzt 4 cl benutzt, das war ein bisschen viel. 3 cl sind auch ausreichend. Und ihr braucht noch 4 oder 5 Eiswürfel, je nachdem, wie kalt ihr es denn haben möchtet. Und dann gießt ihr den Rest mit Mineralwasser auf. Und das war dann eigentlich auch schon alles. Fertig ist die Limonade und sie ist super lecker und sehr erfrischend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Tschüss!